Und da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Der erste Kunde wartet. Okay, Kunden bedienen müssen wir auch noch 26. Aber das kriegt ja unsere Nina hin. Mit den drei Zapfsäulen klappt das eigentlich ganz gut. Kunde an Werkstatt. Oha, wir haben 1700 schon wieder. Also es sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier. Was ist das? Oha. Eine Riesenzündkerze. Wir haben hier eine riesige Zündkerze. Nee. Nee. Oha, was? Das nenne ich mal auf jeden Fall Zündkerze. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und ich bemerke gerade, dass es mein Akku von meinem Headset leer geht. Ich hoffe, ich kriege das ganz schnell gewechselt. So. Ja. Wir lassen mal die Zündkerze hier vorne liegen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Kunde an Kraftstoff. Ja, komm, da gehen wir jetzt hin. 126 Liter. Da müssen wir bald auch nachfüllen. Weiter geht's. Ist ja richtig hier. Im Akkord hier. So. Ja, machen wir den Müll eben. Die Müllabfuhr war schon da, ja? Ja, die war schon da. Oh ja. Hey, hey, hey. Genau, wir machen erstmal den Lieferanten das Tor auf. Ja, der hat nämlich, glaube ich, Reifen mit, ne? Der müsste Reifen mit haben. So, was wir machen ist eine Lieferung Kraftstoff. 2,15, das ist ein bisschen teuer. Wir bestellen erstmal nur 200 Liter. Okay, der hat noch eine Klappe offen gehabt. So. Ja, zwei Reifen müssen wir wechseln. Gut, dass wir vier bestellt haben. So. Also ich finde, man braucht eigentlich nicht mehr Mitarbeiter. Oh, 160, okay. Ja, die Zündkerze lassen wir da. Ein Sandsturm, okay. Das heißt, Ruby bekommt gleich wieder zu tun. Und es wird auf jeden Fall lauter hier gerade. Ich muss schon ein bisschen lauter reden. Wobei, ja, ich sehe gar nichts mehr. Hoffentlich kommen keine Sandkörner in den Tank. So, Kraftstoffstatus ist niedrig. Oh, war ja. Also, siehst du überhaupt noch was, wo du hinfährst? Also, den drehen wir erstmal den Hahn gleich offen, aber hier fegen wir erstmal durch. Obwohl, das sieht nicht ganz gut aus. So. Ja. Oh, ich höre gerade, dass
dass der Dennis hier irgendwo rumläuft. Wo ist er? Da ist er. Ja? Was hast du vor? Ich bewerf dich hier mit was auch immer ich habe hier. Hat er jetzt da rumgemalt? Oh, den laufe ich jetzt erstmal hinterher. Du alter Bengel. Komm her. Jetzt ab nach Hause. Ab nach Hause. Und dann Kraftstoff. Mhm. Schon wieder drei. Wir brauchen noch 5 Kunden in der Werkstatt. So. Mhm. Gut. Wir gucken gleich mal, wo eventuell ein Sandberg irgendwo rumliegt, der stören kann. Weil der Sandsturm macht halt ein bisschen, ja, sorgt ein bisschen für Stress. Aber hier liegt kein Sand, ne, hier ist nichts. Und doch hier ist einer. Die könnten aus der Werkstatt nicht kommen. Wir gucken da mal. Wir reparieren den und wenn der aus der Werkstatt nicht kommt, müssen wir den Sandberg da wegmachen. So, wo liegt das Problem? Ein Reifen, Batterie, okay. Dann können wir doch machen. Batteriewechsel. So. Raus mit den alten Dingen. Hier. Vom vorigen Kunden kriegen sie das Ding. Das funktioniert noch. So, machen wir zu. Ein Kratzerentferner. Oh, da müssen wir einen bestellen. Oder hatten wir da einen bestellt? Das weiß ich gar nicht. Da müssen wir gleich mal nachgucken. Boah. Es ist einfach zu viel los hier. Yeah. Ja, Trinkgeld. Ich will gerne ein Trinkgeld haben. Auch kein Trinkgeld. Ich muss genauer tanken. Ja, jetzt habe ich Trinkgeld bekommen. Wir brauchen nämlich noch... Nee, Trinkgeld braucht man gar nicht mehr. Oh. Wir müssen... Oh, wir müssen... Oh, oh, oh. Angestellte Amelie. Aufgabenliste. Bediene die Kasse. Sprechen mit Nina und geben ihr verdienten Lohn. Oder auch nicht. Viel zu teuer ist sie. Unverschämt. So. Ja, Kratzerentferner brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir keine bestellt haben. Spiegel noch. Wie viel haben wir noch? Ich glaube 3. Ja. So, jetzt beobachten wir das mal und gucken, ob der Typ hier rauskommt. Oh. Nee, er kommt nicht raus. Dann helfen wir mal mit dem Besen nachher. So. Alles gut, ne? Können wir das wegfegen? Nee. Also das mit dem Besen ist schon eine lustige Sache hier. Boah, ey, das läuft richtig gut hier mit den 3 Säulen. So, wir holen jetzt mal ganz, ganz, ganz schnell Ruby. 4 Autos noch reparieren. So, Ruby. Wir haben wichtige Sachen vor. Hügel ist weg. Ja, ja, kein Stress.
Ah. Oh. Ups. Hä? Naja, es wird doch nicht voller. Hm. Kunden bedienen noch 8. Okay. Machen wir noch. Ich muss ein bisschen genauer tanken. Ja, dann bringt das auch ein bisschen Trinkgeld. Schon wieder Kunde an Werkstatt. Das ist ja unglaublich, ey. Guten Tag. Brauchen Sie eventuell eine Zündkerze? Ich habe hier eine liegen. Ich weiß aber nicht, ob die passt. Ja, die könnte passen. Boah, ist das ein Riesending, ey. Oha. So, wo liegt das Problem? Ein Spiegel, ein Reifen? Haben wir alles da. Dann entfernen wir das alte Glas hier. Kleben das neue Ding rein. Hauen die Pelle rein. Drauf. Rein. So. Immer noch Probleme. Wo? Ach, sie brauchen Öl. Okay. Ja, ist auch ganz wichtig. Nicht nur tanken, sondern auch mal nach Öl gucken. Aber das sieht jetzt gut aus. Alles klar. Schöne Fahrt. Gute Fahrt. 2870. Boah. Das ist ja Rekord hier. 2911. Die Mülltonne. Wir werden keine Freunde. Die Mülltonne nicht. So. Zigaretten müssen wir kaufen. Auf jeden Fall Zigaretten. Ah, Eis. Newspaper. Aha. Wir müssen ganz schön viel kaufen. Brillen. Können wir danach... Nein, was habe ich gemacht? Vintage Glasses, okay. Alkohol? Okay, vielleicht ein bisschen was anderes an Alkohol kaufen. Wir können da jetzt mal so eine richtig große Bestellung machen. Darauf freue ich mich. Nicht aufs Geld zu gucken, obwohl wir müssen schon wieder Benzin kaufen. Mein Gott, 200 Liter mal gerade eben durchgejagt. Lieferung, Kraftstoffvorrat. 200 Liter bei 2,15 wieder. Ja. Also wenn er 2 kosten würde, würde ich das schon eher zuschlagen. Also mehr kaufen. So, Lieferung, Produkte. Wir haben gesagt, wir brauchen Snacks. Wir kaufen nur grüne Produkte hier. Wir brauchen Alkohol. Ja, komm, Alkohol so ein bisschen. Die beiden haben wir, glaube ich, noch. Komm, das kostet nur $12. Das geht ja. Zigaretten, ganz wichtig. Für alle Süchtigen. So, kaufen wir doch ein bisschen mehr. Eiscreme. Machen wir da nochmal einen. Zeitung. 40 Puzzle. Muss reichen. Brillenhüte haben wir alles. Autopflege vielleicht. Was gibt es im Angebot? Die hier. Okay, das war's schon. Wie viel haben wir da? Dann können wir noch ein bisschen kaufen. Komm, Zigaretten. Wir kaufen noch mal eine Ladung Zigaretten. Und bestellen für fast 1000. Wahnsinn, Tausender Bestellung. Yeah. Mein Gott, man bekommt hier sofort von den Kunden was wieder. Yeah. Das motiviert mich hier. War der LKW nicht mal rot oder war der schon immer grün? Hi, war dein Ding da mal rot oder was hast du gemacht? Kunden an Werkstatt. Eieiei. Ja, der Herr, guten Tag. Sieht schlecht aus mit Reifen und Lack. Ja, wir müssen bestellen. Was wir machen können ist, wir können hier schon mal einen Spiegel anbringen. Wir haben gerade den passenden da. Was habe ich denn jetzt gemacht? Aha.
Okay, wir bestellen Lieferung Autoteile, Reifen 1, 2, 3, 4, Kratzerentferner 2 Stück. Ja, Zündkerzen haben wir da. Aus der einen großen können wir auch 20 machen, glaube ich. Okay, das bestellen wir. Jetzt haben wir nur noch 1500. So, hier ist schon wieder der Mülleimer voll. Na. Also ich merke gerade, dass ich ein bisschen heiser werde. Ich weiß gar nicht warum. Ja. So. Wohin? Wohin? Im Kofferraum oder was? Oder hier rein? So, wo bleibt der eine Lieferant? Ist der nämlich, ist er auch schon da, oder? Oder wo bleibt er? Ach, da ist er, bei 90 Meter. Okay. Ja, Mann. Meine 1000-Euro-Bestellung ist da. Das sind bestimmt 5 Kisten oder so. Der ganze LKW müsste voll sein. So, Herbert. Mach die Hütte auf. Wir müssen auch noch gleich einlagern. Herbert, das wäre cool, wenn du ein paar Meter nach vorne fahren würdest. Dann müsste ich nicht immer hier so komisch laufen hier. Aber können wir das nicht auch anders machen? Können wir das nicht so machen? Oh, Kerl. Ich weiß gar nicht, bei was für eine Folge wir hier gerade sind. Aber ich bemerke gerade, dass dieser Weg hier am kürzesten ist. Oh Mann. Naja, gut. So, hier. Hast du Bock? Kannst du deine Tochter schenken? Ey, hier, nimm das Ding mit. Lässt er einfach hier. Hätte er auch seine Tochter schenken können. Verdammt. Oh, da ist er schon. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt laufe ich schon wieder hier lang. Hier, wolltest du noch Lautsprecher, hast du gesagt. Leg ich dir da hin. Mach's gut. Hau rein. Oh. Kundan Kraftstoff schon wieder 3. Kundan Werkstatt. Ja, ja. Und zack, der erste. Zack, der zweite. Yeah. Wahnsinn hier, 140 Liter nur noch. Ist noch am Bedienen hier? Amelie, alles gut? Okay. Haben wir keine Hüte mehr? Okay, wir fangen an. Wir machen erstmal Eis hier rein. Zigaretten, ganz wichtig. Zack, 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 zack. Oh. Ey, das Ding ist mal voll. Das gibt's ja gar nicht. So, das machen wir auch voll. Was haben wir noch gekauft? Ein Kreuzworträtsel gekauft. Ja, noch, glaube ich, ein paar Snacks gekauft. Autoteile haben wir nicht so viel. Brillen war voll. Gut. Dann. Sag mal, dann geh raus hier. Ja, komm. Können wir nicht rausfegen? Komm, den Müll einmal weg. Immer diese meckernden Kunden hier. Mich würde es gar nicht interessieren, ob der Müll stinkt. Ja. Glaube ich zumindest. So. Oh, wir haben gar keine. Doch, eine Batterie haben wir noch. Wir haben Reifen gekauft. Dann fangen wir sofort an. 5 Schrauben weg hier. Können wir den Kunden nicht auch mal ohne Schrauben losfahren? Das wäre auch bestimmt ganz wichtig. So, Kratzerentferner haben wir auch gekauft. Ja, freut mich. Gute Fahrt. Boah, was ist los? Ist der Sprit so billig hier bei uns, oder wie? Aber ich finde halt das Tanken ganz gut. Man kann schnell viel Kohle machen. Gerade mit 3 Säulen. Haben wir schon wieder 2300 Dollar. Geht ganz gut. Was ist das denn?
Ich weiß nicht, was das war. War das ein totes Tier oder was? Entsorgen die schon ihre toten Haustiere hier bei uns in der Tankstelle oder was? Unglaublich, die Menschen. Die werden immer verrückter hier. So. Oh! Wir begrüßen unsere Ehrengäste. Wir machen ein bisschen lauter. Wahnsinnsmusik hier. Ja. Mega. Boah, ist er was. Yeah. Ich sehe das jetzt erst gerade, dass hier eine Dame auf dem Bus wartet. Ah, die Musik ist so gut. Wie mehr kommt da nicht? Okay, dann hauen wir wieder ab hier. Mal ein bisschen leiser. Genug Urlaub gemacht. Was hupt er denn da? Schon wieder Kunde in Werkstatt? Oh, 80 Liter. Ja. Also unsere Mitarbeiterin freut sich auf jeden Fall. Das riecht furchtbar. Boah, jetzt haben wir aber richtig Stress hier, oder? Jetzt haben wir richtig Stress hier. Erstmal bestellen wir noch ein bisschen. Ach du Kacke. Nein. Oh nein. Habe ich jetzt gerade geflucht? Es tut mir leid. Aufgabenliste. Bedienen die Kasse. Oha, Amelie haut einfach ab. Nee, normalerweise müssen wir die kündigen. Ja, tut mir leid, aber Amelie kommt gleich. Kann ich die nicht in der Zeit bedienen? Nee, kann ich nicht. Oh mein Gott. Wir verkrümmeln uns schnell. Ich kann die ganze Arbeit nicht sehen. Yeah, was für ein Base hier. Mega. So, die Dame. Tut mir leid, dass er zwei Reifen, Öl, Kratzer. Ein bisschen malen hier. So. Alles klar. So, sie brauchen einen Schluck Öl. Alles klar. Haben wir hier. Boah. Der war ja leer, die Karre. Okay. So, zwei Reifen. Schon wieder ist der Müll voll. Am besten brauchen wir eine Müllpresse. Direkt in der Tankstelle drin. So. Letzter Reifen, da muss auch gut sein hier. Boah, das sieht aus hier. Es ist richtig. Das sieht richtig nach Werkstatt aus. Das ist Müll ist schon wieder voll. Ja, komm, erstmal bedienen wir die Leute, dass sie hier wegkommen. Oh, haben wir jetzt bestellt? Das habe ich jetzt. Habe ich ganz vergessen. 2,15, wir 200 Liter bestellen. Oh, weia. Der Sprit geht uns aus. Natürlich. Und jetzt müssen die Kunden auch noch viel, viel tanken, ja. Ah, das hat noch gereicht. Nicht mehr Kraftstoff. Ja, das hatten wir auch noch nicht. Haben die schon wieder ihre toten Tiere hier? Ey, unglaublich. Jungs. Oh, der Sack ist weg. Auch gut. Also wenn die irgendwann mal dieses Gebäude hier abreißen, ja, da sind da bestimmt tonnenweise blaue Säcke unter dem Haus. An Kraftstoff. Ne, den können wir gerade nicht bedienen. Außer Luft haben wir nichts da im Tank. So, einmal Füße heben. Oh, ui. Ui. Okay. 7 Leute in der Kasse. Sag mal, Nina, gib mal Gas. Schäm dich. Hallöchen. Sag mal. Jetzt fällt mir das gerade auf. Jetzt kommt er schon wieder mit einer anderen Karre an, oder was?
Sag mal, arbeitet deine Frau beim Autolackierer oder was ist da los? So, jetzt fegen wir hier auch nochmal durch. Einmal Füße heben. Hallöchen. Hi. Oh, Hallöchen. So. Jetzt können wir die auch mal betanken. Warte auf die Bestellung des Kunden. Auf die Bestellung. Der sagt unser. Der bestellt und sagt uns, ja, ich möchte 14,2 Liter haben, mehr nicht. Das versuche ich auch mal. Das Problem ist, ein Reifen, ein Spiegel, zwei Spiegel. Haben wir noch zwei Spiegel? Oh, wir haben gerade eben noch zwei Spiegel, das finde ich gut. Öl. Hier hast du einen Schluck. Schon wieder leer. Perfekt. Noch ein Spiegel. Oh, wir müssen noch Spiegel bestellen. Ein Reifen. Ist es nur ein Reifen? Jo, cool. Das ist auch der letzte Kunde. Dann haben wir unsere Herausforderungen gemeistert. Geschafft. Wie auch immer. So. Mach dich. Bringen die Tankstelle auf Level 5. Oh. Nice. Ja, das machen wir gleich. Erstmal hier die Kunden wieder bedienen. Und bevor ich das vergesse, dann müssen wir Autoteile bestellen. Und dann gucken wir mal, ob wir Geld über haben für die Tankstellen. Für das Tankstellen-Update. Hinweis, du musst alle Herausforderungen abschließen, um die... Ja, ja, machen wir ja. Haben wir doch gemacht. Haben wir doch alles getan. So, Lieferung, Autoteile, Reifen. 1, 2, 3, 4. Kratzerentferner. Stellen wir auch 2. Oh, Spiegel sind günstig. Kaufen wir mal direkt 10. Wie sieht das mit Batterie aus? Da hatten wir auch nicht so viel. Ist auch noch ein grün. Auch noch grüner Preis. Ein Sparkplatz. Oh, Zündkerze, ja. Okay, bestellen wir. $1000 haben wir jetzt bestellt. Wahnsinn. So, wir machen ein Update. Können wir das hier updaten hier eigentlich? Nee. Dann machen wir jetzt Level 5. Oh. Nice. Was hat sich geändert hier? Ist das hier drin größer geworden? Was ist denn hier passiert? Oha. Wo war er? Okay. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz hier anscheinend. Ist alles größer geworden, ja? Okay. Was wir machen können ist... Wir können, wir drehen das mal, machen das auf der gleichen Höhe wie hier. Wir stellen hier so die Eistruhe so, da können sie von jeder Seite greifen. Nehme den Telefonanruf entgegen. Ja, das machen wir. Machen wir. Aber hier ist es nicht größer geworden, ne? Das kann ja auch nicht da größer werden, weil da die Toilette ist. Oha. Okay. Na gut. Liebe Leute. Wir machen erst weiter in der nächsten Folge. Gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten. Ja. Bleibt gesund und so. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge. Bye-bye.